Jo Leute, was geht? Freunde, ihr habt diese 15 Lebensmittel oder Süßigkeiten komplett falsch gegessen. Euer ganzes Leben, Freunde. Und zwar schauen wir uns ganz auf den Kanal von Weiße Eule an. Ich würde sagen, wir legen mit dem Video los. Lasst ein Like, abonniert den Kanal und schreibt mir am Ende des Videos in die Kommentare, wie viele der Sachen hattet ihr falsch gegessen. Also, ich werde mitzählen und sag's euch auch am Ende des Videos. Let's go! Willkommen zu einem neuen Video. Wenn ihr auf dieses Video geklickt habt, esst ihr wahrscheinlich sehr gerne. Vielleicht ja, seid klar. ihr aber auch überrascht, dass ja. ihr bestimmte Lebensmittel, die ihr vielleicht schon seit Jahren esst, auf die falsche Art und Weise zu euch nehmt. Aber keine Sorge, heute zeigen wir euch 15 Lebensmittel, die ihr euer ganzes Leben lang falsch gegessen habt und dann... Also ich sag's mal so, Leute. Eine Sache ist ja klar, was man falsch essen kann, wenn man Sushi mit Messer und Gabel isst. Das ist ja klar. Esst ihr Sushi? Zeigen wir euch, wie ihr es ändern könnt. Du bist neu auf diesem Kanal? Dann vergiss nicht, uns zu abonnieren und aktiviere die Benachrichtigungsglocke. Bevor wir anfangen, gib einen Daumen hoch. Let's go. Ich freue mich. 15. Wow, Weiße Eule wird richtig motiviert. Wenn wir uns das folgende Bild ansehen, erkennen wir, dass wir unsere Sandwiches die ganze Zeit falsch gegessen haben. What? Oh mein Gott. Alter, was? In der Tat hätten wir das Sandwich effizienter belegen können. Stimmt. Wenn ihr Schinken, Käse und so weiter in Scheiben habt, könnt ihr diese auf eine bestimmte Art und Weise auf euer Brot legen, sodass jede Ecke abgedeckt wird. Keine leeren Bissen mehr oder Stücke, bei denen man den leckersten Teil verpasst. Aber ja, ich bin ehrlich, das hab ich auch. Also, warum machen sie dann Mortadella nicht einfach eckig? Wie wär's mal damit? Na, das wäre doch auch eine Idee, zum Beispiel. Wobei, ich esse, ja, keine Ahnung, dann, das ist halt, das Ding ist, das ist halt so aufwendig, noch ein Extramesser sich zu nehmen, damit man das hier halbiert. Das ist das. Aber jeder Bissen wird auf diese Weise gut verwertet. Man nimmt ja... Nummer 14. Man nimmt ja, Leute, die Butter, also die Butter nimmt man ja für ein Messer, ne? Und dann, du kannst aber nicht dann für die Mortadella nochmal, oder du schneidest zuerst die Mortadella und dann nimmst du... Die Butter, aber dann ist halt das, die Butter dreckig, ne? Also, wir Menschen teilen den größten Teil unserer DNA mit den Affen und wir beide lieben Bananen. Oh mein Gott, und jetzt kommt's. Leute, Real Talk, ich bin der einzige Mensch, der Bananen so isst. Merkt euch meine Worte, passt auf. Ich nehme die Banane, an der Spitze knack ich auf, dann mache ich alles weg, Schale komplett, dann das obere Stück der Banane wegwerfen und das untere eventuell auch und dann esse ich die Banane ganz. Am Stück. Ohne Schale. Ich esse ohne Schale. Ich weiß, dann sind die Finger so ein bisschen, ne, aber das kriegt ihr schon weg. Ich habe es mir angewöhnt. Ich finde das irgendwie ziemlich ekelhaft, Banane mit Schale zu essen, weil dann ist der unterste Teil komplett zermatscht und der ist ungenießbar. Aber wusstest du, dass wir Menschen die Banane auf die falsche Weise schälen? Die Art, wie wir sie von oben schälen, führt manchmal dazu, dass wir strähnige Stücke mitnehmen oder Bananenstücke übrig lassen. Okay. Schauen wir uns jedoch die Affen an. Sie haben einen Trick, um die perfekte Banane zu bekommen. Und zwar schälen sie sie von unten. Nehmt eure Banane, haltet sie mit dem Kopf nach unten und drückt sie zur Unterseite zusammen. Okay, das habe ich auch nicht gemacht, aber das ist eine coole Technik, ja. Bis die Schale aufplatzt eben. Wenn du die Schale schließlich entfernst, ist sie perfekt. Nummer 13. Ich sag's mal so, ja, ist auch richtig. Wenn Erdbeeren Saison haben, sind sie köstlich. Aber habt ihr jemals Probleme, die grünen Blätter von der Spitze abzuschneiden? Ja. Oft verschwendet man die Erdbeeren auf diese Weise. Ja. Aber es gibt eine bessere Lösung dafür. Nehmt einen Strohhalm und steckt ihn mitten durch die Erdbeere. Die Blätter und die Spitze des Stiels kommen mit heraus. Ja, in der, die Fläche, die in dem Strohhalm drin ist, das Stück, was du durchbohrst, ist ja auch verschwendetes Erdbeerfleisch, oder? Also ich finde es, man muss einfach so mit einem Messer kurz, zack, das Ding abmachen. Und wups, schon habt ihr eine schöne ganze Erdbeere. Habt ihr diese Methode schon einmal ausprobiert? Was findet ihr einfacher, den Stiel mit dem Messer abzuschneiden oder diesen Trick? Lasst es uns in den Kommentaren wissen. Nummer 12. Wobei, stimmt, man spart sich ein ganzes Messer, ne? Du brauchst nur den Strohhalm. Pringles, du kennst doch diese Chips aus der Tube. Wenn du sie schon einmal gegessen hast, dann weißt du, dass es ziemlich schwierig sein kann, die Pringles aus der Tube zu bekommen. Na, das sind keine Pringles. Das sind keine Pringles. Kommen, vor allem, wenn man die Chips von unten anfassen muss oder sie kaputt gehen, weil man versucht, sie schüttelnd herauszunehmen. Hä? Ich weiß nicht, was die Leute alle für Probleme haben mit Pringles, aber ich mache einfach so, ich greife rein und wenn meine Hand zu breit ist, dann mache ich sie flach und dann quetsche ich die Dose ein bisschen und dann komme ich bis ganz nach unten durch. Aber dafür hat sich jemand etwas einfallen lassen.
Nimm ein Blatt Papier, falte es und schiebe es ganz zwischen die Röhre und die Chips. Wenn du den Boden erreichst, schiebst du es heraus und du hast ein Blatt Chips, das du ganz essen kannst. Oha. Nummer 11. Man kann sich's aber auch ganz leicht machen, indem man einen Teller holt und die Dose ausschüttet. Hähnchenflügel, die meisten Menschen lieben sie, aber sie können ziemlich unordentlich sein und oft isst man wegen des Knochens nicht das ganze Fleisch. Mariniert und gebraten sind sie köstlich, aber dank jemandem auf TikTok haben wir jetzt eine Lösung, damit du nicht noch mehr Fleisch verschwendest. Es ist ganz einfach. Du nimmst den Knochen in der Mitte, drehst ihn ein paar Mal herum und überraschenderweise gleitet er heraus. Jetzt kannst du den ganzen Hähnchenflügel ohne Knochen in einem Bissen essen. Oh mein Gott, okay, real talk, ja, ja, okay, yes. Ich werde das nächste Mal, wenn ich KFC gehe, mache ich. No. Vielleicht hätte ich jetzt Bock auf KFC. Nummer 10. Leider haben sie zugleich. Ich glaube, jeder hat schon einmal bei McDonald's gegessen, aber manchmal ist es unangenehm, die Pommes in die Soße zu tunken. Aber wusstest du, dass sich auf der Pommes-Tüte eine Art Halterung befindet, in die man die Soße stecken kann? Nicht viele Menschen wissen, dass es diese Halterung gibt. Wenn du deine Pommes am liebsten mit Ketchup, Mayonnaise oder Senf isst, aber manchmal etwas verschüttest, ist dies die ultimative Lösung. Man klappt einfach die hintere Klappe der Pommes-Frites-Tüte um und so hast du eine Art Teller auf die... Hä? Geht das wirklich? Geht das wirklich? Also ich meine, ja, da ist ein Deckel, aber der ist doch zugeklebt. Ich müsste es mal probieren. Ja, okay. Interessant. Ja. Den du deine Soße geben kannst. Wirst du diesen Trick beim nächsten McDonald's-Essen ausprobieren? Könnte ich mal probieren, ne? Kann man mal probieren, ne? Nummer 9. Ja, nicht schlecht. Wenn ein Klassenkamerad eine Toblerone mit in die Klasse brachte, wusste man, dass es ein guter Tag werden würde. Doch schon bald tauchte ein Problem auf, denn wie zerbricht man eine Toblerone? Es ja, ganz easy. Einfach reindrücken. So, das ist tatsächlich, funktioniert es echt einfach. Es gibt mehrere Möglichkeiten. Man kann versuchen, auf sie zu beißen oder sie beim Abreißen zu zerbrechen. Aber es gibt eine besondere Art, das Stück Schokolade abzubrechen, wie wir hier sehen können. Du drückst einfach die Spitze des Dreiecks nach unten und die Stücke sollten sich sofort vom Rest der Tafel lösen. Mhm. Nummer 8. Also bisher bin ich bei 5 Sachen, die ich falsch gemacht habe. Mangos sind nicht die einzigen Früchte, die man mit einem Löffel essen kann. Nur wenige wissen, dass man den gleichen Trick auch bei Kiwis anwenden kann. Jeder weiß, dass das Schälen von Kiwis sehr mühsam ist. Um so effizient wie möglich zu sein, schneidet man den oberen und unteren Teil der Kiwi ab und benutzt einen Löffel. Dann schöpft man das Fruchtfleisch aus der Kiwi. Das Einzige, was dabei passieren kann, ist ein bisschen Saft, der beim Auslöffeln auf die Hand spritzt. Aber das ist es wert. Kein Aufwand, keine Sauerei und mehr Kiwi zum Essen. Eine Win-Win-Situation, oder? Also ich esse meine Kiwi einfach so, ich halbiere die und dann löffel ich. Das war's. So komme ich an alles. Aber das Wichtigste, du brauchst einen spitzen Löffel. Also so einen Löffel, der wirklich eine ganz dünne Kante hat. Gibt auch Löffel, die so ein bisschen dicker sind, die funktionieren nicht. Hart gekochte Eier essen wir wahrscheinlich alle. Es ist sogar sehr gesund für uns. Aber fast jeder weiß, dass das Schälen eines hart gekochten Eis ziemlich knifflig sein kann. Ja, Mann, das ist wirklich nicht so nice. Was ich mache, ist einfach kurz in richtig kaltem Wasser schocken. Das Schälen ist nicht immer ganz einfach und selbst die Löffelmethode ist nicht die effizienteste Methode. Aber hier haben wir 2 Tricks, die das Schälen des Eis erleichtern. Gebt einen halben Teelöffel Backpulver in das Wasser, um den pH-Wert zu senken und das Schälen zu erleichtern. Ihr könnt das Ei auch hin und her rollen, bis es Risse bekommt. Sobald genügend Risse entstanden sind, kannst du die Schale unter kaltem Wasser abziehen. Oh, das ist aber ganz aufwendig. Orangen sind eine der besseren Früchte. Sie sind praktisch für einen schnellen Snack, wenn man unterwegs ist. Und sie geben auch den besten Saft ab. Aber sie zu schälen ist immer ein bisschen mühsam. Eine Abkürzung dieses normalerweise zeitaufwendigen Prozesses ist das Abschneiden des oberen und unteren Teils der Orange. Dann nimmst du ein Messer und schneidest sie der Länge nach bis zur Mitte durch. Jetzt könnt ihr sie auseinanderziehen. Okay. Die Orange entfaltet sich in deinen Händen. Das Beste daran ist, dass du jetzt Teile in der Hand hast, sodass du dir keine Sorgen mehr machen musst. Ist cool, würde ich zugeben. Ja, es ist cool, kann man zugeben. Wenn Spaghetti auch dein Lieblingsessen sind, lass es uns in den Kommentaren wissen. Es ist ein Irrglaube, dass man Spaghetti nur mit einem Löffel und einer Gabel essen kann. Also ich habe damit keine Probleme. Ich weiß nicht wie, aber irgendwie, ich drehe einfach
und irgendwann esse ich. Die Art, wie man Spaghetti isst, sollte nicht so wichtig sein. Aber wenn man den Königen und Königinnen Glauben schenkt, gehört es dazu, die Spaghetti auf der Gabel zu drehen, bevor man sie isst. Das soll die offizielle Art und Weise sein und auch die effizienteste. Wirst du das jetzt ausprobieren? Ja, habe ich die ganze Zeit gemacht. Wo ist denn jetzt die Technik, die ich nicht kenne? Warte, wo ist die Technik, die ich nicht kenne? ...sein und auch die effizienteste. Wirst du das jetzt ausprobieren? Ja, so esse ich meine Spaghetti. Das ist jetzt nichts Neues. Nummer 4. Okay, Nummer 4, Leute. Erdnussbutter ist ein Lebensmittel, das aus sehr fein gemahlenen Erdnüssen hergestellt wird. Sie ist erschwinglich und sehr beliebt als Brotaufstrich. Manche Leute kombinieren sie sogar mit Marmelade. Aber es gibt etwas, über das niemand spricht. Nämlich, dass es schwierig sein kann, die Erdnussbutter aus dem Glas zu löffeln. Hier ist jedoch eine Lösung, die einfach, aber verblüffend ist. Nehmt euer Erdnussbutterglas, stellt es auf den Kopf und lasst es so im Schrank stehen. Die Öle in der Erdnussbutter setzen sich nicht mehr so stark ab. Wenn du also ein Stück Toast oder Brot damit bestreichen willst, kannst du sie jetzt leichter aus dem Glas nehmen. Okay. Nummer 3. Also ich esse keine Erdnussbutter, deswegen kenne ich das Problem nicht. Ich kann mir vorstellen, dass du denkst, Sushi sollte doch mit Stäbchen gegessen werden, oder? Ja, natürlich. Diese nächste Tatsache wird euch überraschen. Hey, Bruder. Wenn du mir sagst, dass man dafür Messer Gabel benutzen soll, dann schalte ich das Video sofort aus. Nein, man kann es auch mit Finger essen. Okay, ja, okay. Aber mit Stäbchen ist die eleganteste Art. Die Kunst der Sushi-Zubereitung erstreckt sich auch auf die Kunst des Essens und entgegen der landläufigen Meinung wird die Sushi-Rolle in Japan traditionell mit den Händen gegessen, nicht mit Stäbchen. Okay. Ihr müsst die Sushi-Rolle mit Zeige und Mittelfinger sowie dem Daumen aufheben. Essstäbchen sind für Vorspeisen wie Reis und Sashimi gedacht. Übrigens, was haltet ihr von Sushi und habt ihr die Kunst des Essens mit Stäbchen schon gemeistert? Aber mit Händen ist doch leicht. Das ist doch viel zu leicht. Das ist doch voll unelegant. Dann sind die Hände dreckig und ja, du kriegst vielleicht auch ein bisschen Sojasauce ab. Das ist sehr, sehr klebrig und so. Also, weiß ich nicht. Ich benutze Stäbchen. Wahrscheinlich Weise Eule sagt das nur, damit er sich besser fühlt, weil er selbst nicht mit Stäbchen essen kann. Will man nur sagen, ne? Immer nur sagen. Cupcakes sind kleine Kuchen, die normalerweise in kleinen Papierschalen geliefert werden. Das Problem mit Cupcakes ist, dass sie schwer zu essen sind, weil sie immer im Gesicht landen. Aber es gibt eine Lösung. Schneidet den Boden der Cupcakes ab, klebt ihn oben auf euren Cupcake und fertig. Jetzt hast du ein Cupcake-Sandwich gemacht und kannst es essen, ohne eine Sauerei zu machen. Wie soll ich das schaffen, den Boden so perfekt abzureißen? Das ist doch voll schwer. Nummer 1. Nee, die größte Frage beim Pizzaessen ist, ob man die Ananas auf die Pizza legen soll oder nicht. Nein! Weg damit! Weg damit! Aber ja, Pizzafalten, ey, manchmal, wenn man zu faul ist zum Schneiden, einfach Calzone draus machen. Was ist eure Meinung dazu? Eine andere Frage ist, wie man eine Pizza überhaupt essen kann. Die meisten Leute schneiden sie in mehrere Stücke. Ein anderer Trick ist, die Pizza oder einen Teil der Pizza in der Mitte zu falten. Funktioniert nicht immer. Auf diese Weise wird das Essen in der Pizza auch nicht so unordentlich sein. Vielleicht hast du das schon gemacht, aber wenn nicht, kannst du es jetzt ausprobieren. Funktioniert nicht immer, muss ich sagen. Funktioniert nicht immer. Aber ja, Leute, am Ende bin ich bei einem Counter von 6 Punkten gelandet. Das heißt, 6 Sachen habe ich falsch gemacht. Von Anfang an. Ich muss es ändern. Wie viele hattet ihr? Schreibt es in die Kommentare rein, Freunde. Ich hoffe, das Video gefallen. Lasst ein Like, abonniert den Kanal. Und ich wünsche euch auf jeden Fall frohe Weihnachten. Haut rein und ciao.